Leute, wir checken heute wieder die dicksten Discards von FIFA-YouTubern der letzten Wochen ab. Da sind bestimmt ein paar geile Icons, Totti-Icons, was weiß ich dabei. Gehen rein! Erstes Video, ich bin am Start mit der Nähe. Wir haben am Start. Sag auch in der Reihenfolge, ja, auch korrekt. Ja, Matthäus haben wir, Al-Oberrein, Messi, Smolarek und Van der Sar. Okay, perfekt. Okay. Das Video wird ja heute sogar erst hochgeladen, deswegen habe ich auch dasselbe T-Shirt an. Und by the way, nicht wundern, warum meine Kamera hier unten in der Mitte so ein bisschen komisch platziert ist, weil die meisten Discards finden ja in Dual-Formaten statt. Da ist manchmal auch unten links, manchmal auch unten rechts eine Kamera. Ich glaube, hier unten in der Mitte verdecke ich am seltensten irgendwas. Das ist, glaube ich, gut so. 1 bis 5. Bist du ready? Warte. Ja. Guck mal, diesen Tausch. Dieser Tausch hat so mit ihm gemacht. Dieser Tausch. Lass mich überlegen. Aber man muss schon sagen, wir sind schon gute Leute. Van der Sar, Matthäus jucken nicht so. Smolarek ist bitter. Messi, finde ich, tut sehr wild, weh, aber Al-Oberrein schon am dollsten. Die sind ja auf 5 Plätzen jetzt. Ich nehme die 2. Nein. Oh mein Gott, du hast dein zweites sogar gesagt. Ich dachte, du willst mich ehrlich hochnehmen damit. Ich hatte den auf der 3 gehabt. Und dann, jetzt hast du geändert gerade noch, oder was? Ja. Oh mein Gott. Okay, jetzt kam doch noch. Jetzt wird es doch noch wild nach hinten heraus. Damit habe ich nicht gerechnet. Schade. Wir haben unsere Spieler besorgt. Ey, bei mir, ich hatte so Glück gehabt am Anfang, ne, mit den Spielern, und dann kommt am Ende der Nachtritt mit allen. Das heißt, krass bei meinem Draft-Discard-Format, das sind immer beide Discarden. Ich habe zum Beispiel Rivaldo und Asensio, da meistens Discarden beide. Rivaldo und Asensio bei mir sind zusammen auch 300k wert. Und bei ihm, er hatte erstmal Papon, dann Aspas, hat nicht so gejuckt, 150. Und dann kam Al-Oberrein nochmal, der hat es gecarried hier. So tat's weh noch. Zeit, Al-Oberrein, 314 Spiele gemacht. So ein guter Spieler. Oh, schade. Aus Main-Team halt auch. Vor allem, ich hab den, wo du gesagt hast, bist du ready? Ich so, warte, ich hab von 3 auf 2 getauscht. Das Smolarek wäre auch 400k wert. Wahnsinn. Der war ja voll auf 2. Ich bin ready, die abzugeben. Okay, wir geben ab, Leute. Let's go. Bumm. Und weg! Ja, und es geht immer weiter mehr in die Insolvenz, Leute. Bankrott bald. Bankrott. Kommen wir von einem Draft-Discard-Battle zum nächsten. Von dem von mir zu dem von Tizium Broski. Wir haben noch nie den Dreher hier gesehen, ne? Noch nie, dass geswitcht wurde. Es gab immer einfach nur auf die Fresse. Da steht eine Karte drauf. Sie nennt sich Ibrahimovic. Der hat einfach gerade Muskelzucken im Finger. Hat das eine gesehen? Wie viel ist das denn? Scheiße. Also, ernsthaft jetzt. Da steht Ibrahimovic. Der kostet, was ich hier vorne sehe, 3,3 Millionen. Verarscht mich. Was für ein Draft die aber auch gewonnen haben, was ich. Und rechts, Digga. Ibrahimovic. Was? Vertrauen. Aber vorne Chemie halt. Das ist das Wichtigste. Meine Maus los. Deine geht gar nicht, gell? Zlatan Ibrahimovic. So überteuert das gewesen. Auch gerade ich sag euch ehrlich, Jungs, Ibra ist. Digga, ich bin drauf. Der fette Der steht einmal auf dem Rad. Will er mich eigentlich verarschen oder was? Der steht einmal was auf der Cap passiert hinten? Auf dem Rad. Ich sag dir ehrlich, der hätte ich lieber den ersten Toti discardet. Was ist denn das? Und ich habe einmal drauf gedreht. Das hat stimmt, der hat ja Benzema gezogen. Er hat ja wirklich diesen Preis, er hat ja Benzema gezogen, der wäre ehrlich viel günstiger als die Preis. So! Ich sag nicht, dieser Preis. Also, Broski, das ist. Nimm die Nummer 2. Glück im Unglück? Wenn du mit 3,3 Millionen Coins Discard gut wegkommst, dann weißt du, wo es in den Arsch geht, Alter. Heilige Mutter Maria, hier standen welche drauf für 4 und. Digga! Die, was ist denn das? 2, 4, 6, 7 hätte 5,4 Millionen gekostet. Schließen damit ab. Rödegard. Guter Trade. Ich wieder mehr Untrade in den Verein holen. Guter Tausch. Bra, wie da bin wieder ich. Bei meinem Video ist momentan auch sehr böse. Das Game hätte man gewinnen. Das sind ja diese Formate von mir. Jedes Tor ein Upgrade. Aber das Problem ist, wenn ich das Tor nicht erziele, gibt es kein Upgrade, sondern ein Discard. Und ja, bei der neuesten Folge war ich gut rasiert. Guck mal, da habe ich ein Gegentor bekommen. Pack wird aufgemacht. Was war drin? Icon Gerd Müller. Prime, anstatt dass das Klose da so ist. Anstatt dass es eine Goldkarte ist, ziehen wir eine Prime-Icon. Es ist immerhin kein Tod und kein. Ich wurde gerade korrigiert und es stimmt, das ist die Mit-Icon von Müller, aber die ist trotzdem auch verdammt teuer, Mann. Es hätte irgendein Fraggle sein können, der 80k kostet. Die Icon aber trotzdem, boah, gar nicht. So gemein eigentlich nicht. Dafür, dass wir so gut performt haben. Gerd Müller 92. Also, das ist so eine Coins-Verbrennung, die ich hier. Hey, den habe ich, schon dreimal in dem FIFA-Discard oder so. Das ist, glaube ich, der Spieler, den ich. Guck mal, 5 Minuten später. Weil, Roller hat der Gegner gut gemacht, aber ich war auch wieder kurz davor, das Ding zu gewinnen, so. So unlucky. Ich hab die Kopfbälle gar nicht mehr.
Und was kommt also jetzt? Wahrscheinlich, dass jetzt zweimal nacheinander etwas Heftiges kommt. Hoffe ich einfach mal. Ey, war der allererste gleich ein Tote, das gehadet hat. Dieses Format, der Tag hat mich auseinandergenommen. Ich glaube, ich mache auch nicht nochmal so eine schwere Challenge, dass ich nur Kopfwelltore machen durfte. Kopfwelle so schwer. Er ist recht, ich kann die halt gar nicht. Oh mein Gott, ich habe Bauchschmerzen. Ja, ich mehr verloren als gewonnen. Und dann waren die Packs auch noch so wild. Der teuerste, der bisher dabei war. Und keine Ahnung, Mann. 2,5. Ja, es ist ein Skandal gewesen. Ach nö. Und die Packs alle so gut. Ein Skandal. Ich bin am Arsch, ey. Aus so einem Pack! Deswegen muss ich ihn jetzt discarden! Ich vielleicht tue eine Upgrade, ey. Team of the Year aus dem Game. Ein Team of the Year lösche ich einfach. Vielleicht tue eine Upgrade, ey. Bis zum nächsten einfach für immer weg. Nee. Einfach nein. Diese Strafdurch. Ja, dieses Video, ne? Das ist ja alles in einem Video passiert, Mann! Er hat seine Karriere beendet. Der Gegner war echt krass, da. Was zur Hölle war das? Der hat einmal den Ball bekommen, hat mich komplett rasiert direkt. Digga. Das Pack, ja, über 3 Millionen discarded. Über 3 Millionen. Discarded jetzt, discarded mit dem Totti Icon. Was ist momentan los bei mir? Gehen insgesamt über 3 Millionen Münzen in diesem Video rutschen. Geil, Mann. Das erste und letzte in einem Video Challenge gemacht hat. Also es hat ab und zu so Bock gemacht, wenn es funktioniert hat, so, aber also das ist so doll, was hier abging. Naja. Icon discarded. Totti. Alles discarded, Mann. Totti Icon. Alles in einem Video. Alles in von einer Stunde. Ich hab nichts in der Verteidigung gehabt. Ich muss treffen, linker IV. Bellingham. Lügst du? Nein. Alles? Ohne Lügen, ja, bitte. Loris! 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 Ich kann's nicht! Mein Herz! Du hast wieder alle Spieler drin, kann das sein? Mein Herz! Mein Herz! Du hast wieder mein Herz! Ja, mach jetzt, Digga! Halt deine Fresse! Linker Stürmer, linker ZM, RZM! RZM! Vidic. Jetzt wieder 50-50. ZM und Stürmer, ne? Ey, ich hatte 3 Matchbälle. Linker ZM. Das war's mit dem Video, Jungs, wenn es euch gefallen hat. Ja. Ja, nach oben da. Alle drei, oder was? Einfach alle drei. Irgendwo von einem auf den anderen Tag. Bro, kaum bei ihm aus der Rutsche gegangen. Auch Totti Icon und Akimi aus der Toy. Ahmed hat genauso gelitten wie ich, ey. Hätte gerne beide Außenverteidiger. Ey, das war schon, das ist jetzt schon genickt. Den zentralen Stürmer. Das ist so. Uiuiuiuiui. Die Außenverteidiger waren böse. Das ist gerade meine. Ich habe aber Carry angeschaut. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe beide besten Spieler auf Außenverteidiger geschickt. Let's go. Let's go. Lass es einmal regnen, Digga. Ey, ich hab nicht mehr so viele Coins, gell? Jetzt kurz vorm Toti. Du hast gerade Leao, Drogba und Rebic getroffen. Drogba auch. Leao, Drogba und Rebic, Mann. Ah. Digga. Out. Aua. Tabak ist sauer. Können wir nichts machen, gehört dazu. Also, das Video ist halb fertig, aber ich weiß jetzt schon, dass es das Beste dieser Discard-Videos bisher ist. Leute, lasst ein Like da. Was ist denn passiert in der letzten Woche? Also, alle haben auch nochmal auf die Kacke gehauen mit ihren Formaten. Aber dann wird auch nochmal, alles ist alles noch schlimmer gelaufen, bei den meisten zumindest. Es sind ja auch, gibt ja ein paar Leute, die sind hier nie vertreten in diesen Videos, aber bei den meisten schon war die Kacke am Dampf. Alter Schwede, wirklich. Leute, lasst auf diese Folge einen Daumen nach oben da. Wir haben einen Teufelsplan ausgeheckt. Crazy. Digga, full Icon ist mir auf. Egal, was wir für einen Preis haben, ist aber scheiße. 7! Der Preis erläppert sich. 7 Icons! Ich glaube, ich nicht mal mehr auf 1 Million. Was? Mannschaftswert, wenn die weg sind, hier die Brüder. Boah, scheiße, wie stelle ich die Kacke denn? Was? 7 Tore Unterschied, was hast du im Match? Also, ich fange an. Du sagst ja, geh den Plan durch. Ich hätte gerne den Torwart. Ja, okay. Ist nicht mal genug Platz, okay, in der Reserve. Alle drei Mittelfeldspieler. Das schmeckt.
Aber wer ist denn der teuerste? Ich weiß es gerade gar nicht. Zambrotta vielleicht oder Cannavaro? Und ich krieg die drei Stürmer noch. Ah, die haben überlebt, aber trotzdem, es läppert sich auf jeden Fall. Ist das Ori ist auch dabei? Cech, Zanetti, Hagi, Moore, Del Piero, Zola. Der ist übrig geblieben. Essien, Cannavaro, Zambrotkasten und Clarence. Digga, diesen Clarence hätte ich aber gerne mitgenommen. Scheiße, sag ich dir auch. Den Essien hätte man auch gerne mitgenommen. Ivo. Den Hund hätte ich gerne auch mitgenommen, ne? Hause raus, ne? Aber Lies hätte man alle mitgenommen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die jetzt schon gekostet haben, die noch dabei waren. Auch sehr bitter. Und so fühlt sich, das ist so die Regenbogenseite. Das fühlt sich schön an. Ich will dich gar nicht so lange auf die Folter spannen, deswegen. Wake Snipe bei Brewski. Ich glaube, mit einem Pick nur, aber guck mal, wie kann man Messi und Mbappé beide in einem Team drin haben? Das ist schon ambitioniert, ja. Ich glaube, ich mache es kurz und knackig. Obwohl, ein bisschen spielen mit dir gerade ist auch witzig. Fühlt sich auch gut an. Nee, Spaß. Ich nehme deinen rechten ZDM. Maschallah. Niemals, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. 5 Millionen Coins. Nein. Ticker. Also wir sind jetzt gerade schon bei 20 Millionen oder so, die hier bisher weggegangen sind. Ich kann das nicht glauben. 5,5 Millionen. Digga, das ist einfach 5,5 Millionen sind sind ein oder zwei Totistürmer, ne? Das ist geisteskrank. Das so ein Ding ist Digga, das, sind gerade 3.000, 4.000 Euro oder so, ne? Ja. Das ist for real, das kann man eigentlich nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich will das eigentlich nicht. Warum lass ich dich einfach stehen? Ich dachte die ganze Zeit erst, ich lass stehen. Ach Mann, ja, komm. Ist weg. Ja, ist weg. Freunde, ein Like bedeutet ein Mitleid. Ich starte mit dem zentralen ZM. Perfekt. Dann nehme ich den linken MS. Okay. Linken Stürmer. Rechten MS. Rechter Stürmer. Okay. Was kommt denn hier noch? Wie viel kommt noch? Oh Gott, du hast mich rasiert. Also Neymar ist also, du hast nicht ganz böse. Sehr froh drüber. Aber du nimmst mir meinen Lieblingsspieler zurzeit immer zu rein und das ist Neymar in Rot. Neymar in Rot. Ich weiß die ganze Zeit gar nicht, was ich sagen soll. Ich sehe nur Leute leiden. Ich sehe nur Leute leiden hier das ganze Video lang. Sehe ich nur Leute, die traurig sind. Du hast deine Inform getroffen. Da kostet nichts. Digga, man darf momentan echt nirgendwo verlieren. Egal ob Draft, Battle, SBB, man darf nirgendwo verlieren, weil momentan ist irgendwie der Wurm drin. Was hier abgeht an Discord. Das ist so eine geile Karte, Jungs, der hat so geil. Man darf nichts verlieren, ich meine das ernst. Aber du hast mich echt gut rasiert nach der roten Karte, gell? GG, mein Chat. Egal, wo man verliert, man kriegt auf Nacken gerade, Mann. Man geht leiden, man geht baden. Aha, da sind wir wieder beim Drop-Discard-Battle. Weil man die meisten davon nicht wiederkriegen kann. Aber ich sag so, 3 von 5 tun richtig weh, die Maria. Da musste ich an Trades discarden. Man muss sagen, ich hatte nicht so die übertrieben teuren Untrades wie ein Nebenverein, kein Aloe Veran oder so. Ich habe es so gemacht, dass ich halt viel SBC-Stuff draufgestellt habe. So Di Maria kann man ja gar nicht wiederkriegen, Messi nicht wiederkriegen, Icardi nicht wiederkriegen, Higuain nicht wiederkriegen. Das, ich finde das bei SBC-Cards dann auch immer besonders bitter, die zu discarden. Weil die siehst du nie wieder, hast du keine Möglichkeit. Messi. Icardi, Higuain kann ich nur wechseln, die benutzt man meistens nur bei SBBs. Ja, ich muss sagen, Higuain, Icardi wäre so okay gewesen. Also, Smolarek, Messi, Di Maria, richtig bitterer Discard. Ich gehe mit der vollen Hand, mit der 5. Und er hat mich rasiert. Dieser Messi ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Das ist der größte Hund. Messi Flashback, Digga, ja. du hast mich komplett. Du hast jedes Mal. Er hat mich rasiert. Und das Ding ist, ja, stimmt, genau in dem Video vorher hat er mich doch schon mal hochgenommen. Also, Richarlison ist schon teuer und der kommt. Guck mal, von der gesamten Seite kein anderer war über 100.000. Richarlison 350.000. Er hat genau ihn auch getroffen. Also, er hat mich da auch rasiert, ey. Er hat das Beste aus seinen Möglichkeiten quasi gemacht. Hier, Richarlison, Messi bei mir weg. Bei ihm, Giroud und Coit. Digga, die kosten gar nichts. Wir hatten gleich viele Discards. Ich habe komplett gelitten, er hat komplett genossen, ey. Skandal. Ey, das war nicht mal schlimme Kategorien, ich habe immer die schlimmsten bekommen. Egal. Ja, lass sie einfach abschicken. Ich will gar nicht okay, so. SBC wird abgegeben. Und? Freunde.
Danach ist auch wieder aufgefallen, es wurde zweimal World Cup Star getroffen. Wir haben World Cup Story Spieler geholt. Bei World Cup Star wäre es wahrscheinlich auch günstiger gewesen, was ich discardet hätte. Also wir waren sogar noch lost und wurden noch mal extra für die Lostness bestraft und so. Bitte, bei dir kostet unter 100k, bei mir einfach 800k. Ernst? Richarlison 350k, Messi 450 bis 500k, die SBC damit. Ey, hätten wir mal bei mir als erstes gedreht. Aber war ein wilder Aufnahme, ey. Kombi, und dann habt ihr so zum Beispiel den Torwart, der ist gut. Ich nehme den Torwart und links Mittelfeld. Boah, Al-Uwairan auch nochmal weg. Und Tay ist auch, wie gesagt, bitter, weil den kannst du nie wieder kriegen. Ja, auf jeden Fall. Der Untrader hat so viele Spiele von seinem Verein. Genau wie bei René, 300 ist die Grenze. Sobald Al-Uwairan anscheinend 300 erreicht, geht er rutschen. Al-Uwe ist teuer. Boah, Al-Uwe tut weh. Al-Uwe tut weh. Al-Uwe, ich meine, es hätte ein Gaucho auch sein können, aber Al-Uwe tut echt weh, weil wir dem so viele Spiele hatten und er auch ein bisschen was kostet und wir ihn... Leute, das ist alles raus. Und ich glaube, da, wo du eigentlich... Ich hab nicht umgestellt. Ich hab nicht umgestellt. Oh, sag sowas nicht, Digga. Ich hasse ein Psychospielchen. Du hast umgestellt, du lügst mich immer. Nimm, trau dich, den linken Stürmer zu nehmen. Da stand Mbappé und ich hab nicht umgestellt. Ich nehm dein ZOM. Nein! Ich hab natürlich umgestellt. Mbappé? Nein, Mbappé? Es ist Hullet. Oh! Es ist Hullet. Welcher Hullet? Es ist Hullet. Es ist aber Baby Hullet. Aber egal, Hullet ist Hullet. Du hörst ohne Hullet. Stoßt ihn einfach ab, Freunde. Ihr seht ja, der ist untrade. Wenn ihr den in meinem Verein wieder seht, wisst ihr, was Sache ist. Ich streame immer. Das heißt, halbe ich Mille, das sehen. Digga. Halbe Freunde, 20.000 Likes wollte Heisen sehen. Ich sag sogar, aber Glück gehabt, weil hier ist Modric, Mbappé und Al-Uwairan. Ben Yedda ist sogar auch teurer als Hullet. Captivier gefühlt auch. Also ich sag es sogar. Für das Team, es war glaube ich für so ein 10-Mew-Team. Bei so einem Team überhaupt einmal zu discarden, sehr bitter. Aber dass es dann der war, lass sogar wieder lucky. Ah, eigentlich war das Video schon fertig, aber mein Mod hat mir geschrieben, es gibt ja noch zwei weitere Totis, die discarded wurden tatsächlich jetzt. Teasy Schube, ich musste ihre erste Toti-Karte discarden. Zwei Asen, ne? Den ersten, den jetzt sie ziehen, wieder einer draußen, ne? Mussten ja! sie weghauen. Das ist kein Scam! Yeah! Ja, und der erste, den sie gezogen haben, war Modric. Alter. Und die haben mich reingelackt, weil der ist untradable. Die mussten den ersten Tutti discarden, schöpfen, das wäre Mbappé tradable gewesen. Dann wären das quasi 10 Millionen Coins, die sie discardet hätten. Aber Modric ist schon der billigste gefühlt. Und dennoch Untrade-Traum für die eigentlich. Aber kann man auf jeden Fall trotzdem, kann man trotzdem sehr in dieses Video mit reinnehmen. Müssen wir kurz gucken, wo das hier war. Da ist er! Für viele weitere Toadies, die jetzt in Ruhe vorbeikommen können. Die sich gar keinen Stress mehr machen müssen. Für den guten Zweck quasi ist er Gang gegangen. Du hast dich geopfert. Gar kein Problem. Modric, guter Mann. Und Modric. Weg! Weg, weg, weg. Kann man schon mal klatschen für ihn. Es tut weh, ne? Da kann man schon mal klatschen. Es gibt scheinbar noch ein anderes SBB zwischen Ernie und Bruce, das in die Hose gegangen ist. Bei Ernie auch Kacke am Dampfen, gerade ehrlich, ne? Ey, Matthäus ist auch noch da und Koulibaly und boah, es kann wieder Insolvenz sein. Oh nein, Alter, ihr wisst, was jetzt kommt, ihr wisst es. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, wer das Video bei Ernie gesehen hat. Aber ich nehme die komplette Abwehrreihe. Viererkette. Vier Picks ist auch schon böse. Aber er hätte trotzdem überleben können. Er hätte überleben können, aber es hat er nicht. Bellingham, Koulibaly, Navas, Capoeira. Es ist ein Fluch. Es ist ein Fluch, Leute. Ja, der hat Fluch gerade echt. Oh. Aber einen richtigen Fluch. Digga, alleine wie viele Tottis jetzt im Video waren, die discarded worden. Ne? Gefühlt volle Totti. Ich sag dir ehrlich, du hast wirklich einen Bellingham-Fluch. Ja, letztes Mal Pelé, jetzt wieder Bellingham. Und ich habe überlegt, das waren wieder diese Psychospielchen. Jetzt dachte ich, ah komm, tust du denn nicht einen Sturm rein, weil bei dir waren alle drei vorne, nimmst du jetzt bei mir die drei. Torwart hätte ich tun können. Nein, Digga, immer mach ich's falsch, Alter. Egal, was man macht es verkehrt. Ali auch 350k. Die sind halt zusammen ernst bei... Das ist ekelhaft. Ey. Fast 3 Millionen. Boah, so. Fast weg. 3 Millionen. Bellingham ist weg, ja. GG. Das sind mehrere tausend Euro, die man ausgeben muss, um so viele Coins zu kriegen. Und so schnell sind die weg. Katsching.